Susanna und Figaro wollen heiraten. Doch bis dieser Plan gelingt, wird er vielfach durchkreuzt und die Hochzeit einige Male verschoben. Nicht zuletzt von ihrem Dienstherrn Graf Almaviva, der es auf Susanna abgesehen hat. Mozarts Oper ist Intrigenspiel und Gesellschaftskomödie zugleich. Sie ist sehr reich an illustren Figuren, die wie ein Spiegel der Gesellschaft um 1780 wirken. Da werden anonyme Briefchen übergeben, Menschen werden in Hinterzimmern eingeschlossen, springen aus dem Fenster und bestellen geheime Rendezvous, zu denen dann andere gehen. Dieser tolle Tag, wie die Oper auch im Untertitel heißt, nimmt zu der mitreißenden wie hinreißenden Musik Mozarts seinen turbulenten Verlauf. Nicht umsonst gilt Figaros Hochzeit als Oper aller Opern.